Der Sprint ist eine klassische Kurzzeitdisziplin, bei der jeweils zwei Fahrer drei Runden auf der Bahn absolvieren müssen. Die Qualifikation besteht aus einem kurzen Zeitfahren über 200 Meter mit fliegendem Start. Anschließend werden Sprintläufe im K.O.-Modus ausgefahren, bei denen die Schnellsten gegen die Langsamsten antreten. Ab dem Viertelfinale benötigen die Fahrer zwei siegreiche Läufe, um die nächste Runde zu erreichen. Im Sprint dreht sich neben Schnelligkeit und Kraft alles um die Taktik. Durch einen sogenannten Stehversuch möchten die Fahrer sich beispielsweise eine möglichst ideale Ausgangsposition für den Sprint erarbeiten. Alles, was zählt, ist die ideale Ausgangslage für den Endspurt.